So, hallo zu Teil 3 meines hoffentlich nicht allzu sinnlosen Videos, und zwar zur Folientechnik. So, ich habe hier solche Schaumstoffsticker, die funktionieren jetzt im Prinzip wie Schaumstofffolie, nur dass man hier dann noch die Möglichkeit hat, in mehreren Etappen zu arbeiten. Also ich löse mir jetzt nur so Stück für Stück und foliere es Stück für Stück, und somit habe ich ein Herz in mehreren verschiedenen Farben. Ist so eine kleine Spielerei hier, solche Sachen, die findet ihr oft in der Kinderabteilung. Die hier sind mal aus dem Action, der hat die aber jetzt nicht mehr, das ist schon lange her. Ich wollte mir davon nämlich auch noch mal was kaufen. Aber ja, gibt es nicht mehr. Aber die findet ihr oft auch in Verbindung mit Sandbildern oder überhaupt mit Bildern, wo man Sachen drauf streuen muss. So, jetzt habt ihr ein buntes, foliertes Herz. Nicht schön, aber selten, aber ist ja eigentlich genau das gleiche wie heißt es? Schaumstoffklebeband. So, ich habe hier noch meine Schublade. In der Schublade habe ich noch verschiedene andere alte, also angefangene, nicht alte, aber angefangene Folien. Ich lasse euch da mal reingucken. Das ist so meine Folienschublade. So, und dann geht es weiter im Takt. Weiter im Takt. Und zwar habe ich noch zwei, was mit zwei Sachen, die mit Sticker zu tun hat. Und zwar einmal die von Littenmeier. Die schauen wir uns auch mal an. Dann nehmen wir mal hier so einen kleinen Schmetterling. Das sind quasi doppelseitige Sticker. Ich muss das mal gerade ohne Kamera ablösen. Ich habe hier mit denen, die sind mir nämlich heilig, auch noch nicht wirklich gearbeitet. Aber so wie es aussieht, muss man die jetzt erstmal ausschneiden, das was man will, weil die Trägerfolie oben ist. Gibt ja auch eigentlich Sinn. So, ich habe mir jetzt mal eins ausgeschnitten. Und so wie es sich gerade angefühlt hat, ist das jetzt eine Trägerfolie. Ja. Bin gespannt. Trägerfolie ist ab, das Ding klebt jetzt. Und weil es ein Schmetterling ist, möchte ich den in einem Lila machen. Wieder mit der matten Seite natürlich drauf. Schön rubbeln. Klappt ja gut mit den Stickern. Naja, so richtig empfehlenswert ist es jetzt nicht. Hat fast gar keine Farbe angenommen. Vielleicht lege ich es einfach noch mal drauf. Naja, da hat Jettenmeier oder QVC oder wer auch immer die noch so herstellt, jetzt keine allzu gute
Arbeit geleistet. Die funktionieren nicht gut. Ihr seht, der ist noch nicht einmal die Hälfte irgendwie foliert. Naja. Klebt auch immer noch. Nur nicht da, wo es soll. Ja, also das ist was für den Müll. Nun ja. Jetzt klebt hier die ganze Folie. Es ist egal. Es ist egal. Aber ärgerlich ist es. Dann weiß man wenigstens, was man jetzt nicht heiligen muss, weil es eh blöd ist. So, und dann haben wir hier noch die. Hier steht extra bei, hier mit Zauberfolie oder mit Glitzer zu verwenden. Und ich kann mich erinnern, ich hatte es an Weihnachten benutzt. Und wir schneiden uns hier unten mal beim Nikolaus die zwei Sterne aus. Die hatte ich, ich weiß jetzt leider nicht, wo ihr die kaufen könnt. Von Rico Design auf jeden Fall. Die hatte ich mal mit in einem Bastelpaket dabei. Deswegen weiß ich wirklich bei manchen Artikeln einfach nicht mehr, woher. Und ja, das kommt natürlich vor, wenn man auch so viel hat und auch viele Pakete sich mal gekauft hat. Und ja. So, man zieht das ab. Das ist quasi jetzt wie ein Rub-On. So, dann brauche ich einen Holzspaten. Spatel, kein Spaten. Und drauf rubbeln. Rub-Ons ist auch Fluch und Segen zugleich. Ich bin auf der einen Seite voll scharf danach und auf der anderen Seite regt es mich auf. Ihr seht es jetzt nicht, aber es ist nichts drauf. Boah, Rub-Ons. Fluch und Segen. Vielleicht sollte ich ein anderes Papier wählen. Vielleicht wäre das eine Option. Ach, ich mache jetzt hier eine Christbaumkugel. Bin eh nicht so der Weihnachtsbastler. Kann ich jetzt ruhig mal eine Christbaumkugel hernehmen, weil mich das nicht schmerzlich berührt. Und das machen wir mal. Das ist ja dünnes Papier. Das mache ich jetzt mal hier auf dickerem Papier. Mal schauen wir mal, ob das besser klappt. Ach, die Hitze. So, wir versuchen einen neuen. Schön, dass ich heute auch endlich mal Zeit gefunden habe, um so Sachen zu machen. Und ich packe gleich auch noch, ich habe noch zwei Tauschpäckchen offen. Da packe ich noch ein bisschen weiter. Und ja. So, wir haben es geschafft. Ich habe Christbaumkugeln. Und die Christbaumkugel hätte ich gerne in diesen wunderschönen Türkis. Wieder mit der matten Seite drauf. Schön anrubbeln.
Voilà. Da haben wir dann die folierte Kugel. Das hier ist jetzt übrigens die Original Minkfolie und das merkt man sehr. Das merkt man wirklich sehr. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Man merkt es sehr. Folien wegräumen. So, dann geht's weiter und zwar starten wir jetzt mit den ganzen Heißprägesachen. Und als erstes zeige ich euch das mit dem Heißluftföhn. So, es gibt folgende Methoden, die ich euch mit dem Heißluftföhn zeige. Und zwar mit Sticky Embossing Pulver und das war's, gell? Zeige euch jetzt nur das mit dem Sticky Embossing Pulver. Da gibt es ja gar nicht viel zu zeigen. Ich gucke hier gerade mal auf meine schlaue Liste. Okidoki. Gibt nicht viel zu zeigen. Gibt nur eine Sache mit dem Heißluftföhn. Ach, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, aber ich habe jetzt nur eine Sache zum Zeigen. Okay, ihr braucht einen Stempelblock, einen Stempel, das Versamark und das Sticky Embossing Pulver. Das Sticky Embossing Pulver soll auch übrigens mit Glitzer funktionieren, was ich jetzt noch nicht getestet habe und in diesem Video leider auch nicht testen werde, weil es eigentlich nur ein Folienvideo sein sollte. Okay. Das sind jetzt die Stempel vom Action. Die sind total billig. Die kleben nur begrenzt. Aber bei denen ist es mir wenigstens nicht zu schade. Ich habe immer so ein paar Hemmungen, meine Stempel mit dem Versamark zu benutzen, weil das ist ja immer so ein bisschen babbisch. Und ja. Ja, also ihr nehmt den Stempel, das Versamark, Embossing-Kissen benutzen, stempelt es ab, reinigt am besten euren Stempel, das mache ich jetzt gerade mal mit einem T-Shirt, wenn ich am Basteln bin, habe ich immer alte Sachen an, weil ich schmier mir sämtliche Sachen in die Klamotten, das ist, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber bei mir ist das so. So. Da nehmt ihr euer Sticky Embossing Pulver. Streut das über euer Muster. Ihr hättet das jetzt auch vorher noch mit so ein Embossing Buddy machen können, damit es nicht statisch geladen ist. Aber ich habe so Dinger, aber ich mache es nicht. Ach, das ist eigentlich Schwachsinn. Eigentlich brauche ich kein geknicktes Blatt. So. Das ist nach dem Embossen klebrig. Das ist jetzt der Heißluftföhn. Dauert nicht lang. Da auch nicht zu lange, sondern wenn es durchsichtig ist, reicht es. Das ist jetzt klebrig. Weil beim Bossen achtet immer auf eure Finger, es wird heiß. Und achtet auf eine hitzebeständige Unterlage. Die hier aus dem Action, diese Mist, die wölben sich. Schneideunterlagen könnt ihr euch kaputt machen, also wirklich am besten ein Stück Holz oder eine Fliese. So, ihr könnt jetzt, das zeige ich euch, zwar machen wir halb-halb. Ich werde jetzt diese Actionfolie nehmen, da ich gehört habe, dass es gerade mit dem Bonning-Pulver mies ist. Ich werde die Hälfte des Herzens
so machen. So, da das ja klebt, ich mache da jetzt einfach nochmal Puder drauf. Quasi zweimal Puder. Damit auch wirklich alle Ritzen gesättigt sind. Da hätte ich jetzt das Antistatik verwenden sollen, weil es ist viel daneben. Drücken wir noch mal die Folie drauf. Ja, also wenn man mal natürlich mehr Embossingpulver benutzt, wird es natürlich geschwulstiger, aber auch extremer und sauberer. Kann das euch jetzt auch noch mal zeigen. Das Video werde ich hier nach dann sowieso beenden. Nehmen wir mal hier die filigrane Feder. Machen wir zweimal natürlich. Die Actionstempel, die kleben manchmal einfach so. Das ist manchmal nicht schön. So. Beide Schmetterlinge, beide Federn wurden jetzt einmal mit Embossingpulver beschmiert. So, den oberen, den mache ich auch nur mit einer Schicht. Schön rubbeln. Ihr habt jetzt gar nicht gesehen, wie ich gerubbelt habe. Ja, okay. Es wäre ja eigentlich ein filigrane Feder geworden, aber Embossing hat es mit filigranen Sachen nicht so. Also wenn ihr filigrane Sachen embosst, dann achtet darauf, dass die nicht allzu sehr filigran sind. Also ich zeige es euch mal. Hier der Schmetterling, der war zu filigran. Ich kann mir aber vorstellen, dass der hier wiederum funktionieren würde. Das ist halt wirklich einfach zu filigran. So, das hier, der untere ist jetzt quasi zweimal embossed. Und da drücke ich auch jetzt meine Folie drauf. Das ist die Folie aus dem Action. Und die ist gut aus dem Action. Okay, ja, ihr seht jetzt, dass da viel noch an den Rändern ist, weil ja, ich habe dieses Anti-Statik-Zeug nicht benutzt.
Ja, so. Okay. Dann mache ich an dieser Stelle Schluss. Und in dem nächsten Video seht ihr dann alles, was mit dem Laminierer zu tun hat. Also bleibt dran. Ich danke euch fürs Zusehen und bis gleich. Tschüss.